Hallo, liebe Brettspielfreunde. Heute erkunden wir mit Horizons das Universum und treffen dort auf jede Menge fremde Arten, Wesen, Lebensformen. Naja, und der ein oder andere kennt vielleicht sogar noch den alten Spruch: Ein Fremder ist ein Freund, den man noch nicht kennt. Schön, oder? Aber das trifft hier eigentlich ganz gut auf dieses Spiel zu. Denn dieses Spiel von Daily Magic, die uns auch mit so einem schönen Spielen wie die Valeria Kartenspiele beschenkt haben, und ich mag diesen Verlag wirklich, die haben tolle Spiele, tolles Material. Ich nehme schon mal vorweg, trifft hier auch drauf zu, zumindest auf das Material. Ob das Spiel toll ist, erfahrt ihr natürlich jetzt in diesem Test. Ja, worum geht's? Der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Ich glaube, in unserer allerersten Preview-Essen-Show kam dieses Spiel auch vor und wir hatten dem nicht so ganz recht getan, denn es sagt, es ist ein 4X-ähnliches Spiel und ist in, was sagt es hier, 60 bis 75 Minuten gespielt für 2 bis 5 Spieler. Ja, und haben Nils und ich natürlich zu Recht gesagt, in der Zeit 4X, das kann eigentlich nicht funktionieren. Das Spiel kann gar nicht so viel richtig machen, dass es wirklich dieses Gefühl in eine Stunde packt. Ja, war ein bisschen unser Fehler, muss ich jetzt im Nachhinein zugeben. Denn dieses eine kleine Wort muss man schon genau beachten. Es ist ein 4X-ähnliches Spiel. Das heißt, wir haben nicht dieses normale 4X-Gefühl oder auch die Erwartung, die man daran hat, kann man hier nicht komplett haben, aber es geht in die Richtung. Es ist wirklich dem ähnlich, hat aber einen anderen Ansatz. Und zwar ohne die Erweiterung, und ich habe die Erweiterung nicht, deswegen habe ich nur das Basisspiel getestet, gibt es keinen Kampf. Daher mein Spruch am Anfang, denn nämlich die ganzen Rassen, die man trifft, die man hier auch sieht, mit denen verbündet man sich. Man trifft neue Verbündete. Und es ist der Kampf ist eher darum, gute Verbündete zu bekommen, denen die anderen wegzuschnappen, sich zu platzieren, Rohstoffe schneller zu sammeln und auch auf die richtige Taktik zu setzen, denn hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Dazu nachher aber auf jeden Fall mehr. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie dieses Spiel funktioniert, und dann kann ich euch nochmal 2, 3 Sätze, wie immer, vielleicht auch 1, 2 mehr, sagen, was ich von diesem Spiel halte, ob es sich für euch lohnt, ob ihr die richtige Spielgruppe seid dafür, ob sich das Spiel überhaupt lohnt oder ob das ein Reinfall ist. Das erfahrt ihr alles jetzt. Werfen wir erstmal einen kurzen Blick in die wirklich kurze Anleitung. Das hatte mich am Anfang auch ein bisschen stutzig gemacht. Hier ein Step-by-Step in 10 Punkten. Wie baue ich das Spiel auf? Wie fange ich an? Und dann wird eigentlich jede dieser Aktionen, die man zur Wahl hat, die erkläre ich euch natürlich auch nochmal gleich im Detail, wird jede einzeln erklärt. Auch immer sehr schön sieht man dann hier, wird es erklärt. Und hier gibt es dann immer nochmal ein Beispiel dazu. So, dann hier auch, wie wird gepunktet. Und hier sehen wir dann natürlich noch, wie das im Einzelnen abläuft, also mit Beispielen wieder. Dann haben wir hier noch, wie funktioniert die Regel mit der Zweispieler-Variante, wie genau funktionieren die Verbündetenkarten, nochmal detailliert erklärt, was muss ich bei den Missionskarten beachten, und dann gibt es hier nochmal Playerboards, da gibt es hier nochmal, wenn es nicht klar sein sollte, nochmal ein bisschen Zusatzregeln, genauso wie hier. Wenn die eine oder andere Mission nicht so deutlich sein sollte, dann gibt es die hier nochmal ausführlich erklärt. Und hier hinten auf der Rückseite ein Quick Play Guide, also den Anfang, den Aufbau, die Kurzerklärung und wie die Punkte gewertet werden. So, bevor wir dann mal eben schnell in die Regeln gehen, nochmal einen kurzen Blick. Hier rein haben wir nämlich ein schönes Inlay. Hier kommt der Beutel mit den Teilen alle rein. Hier sind die Karten, hier die Ressourcen. Und hier, ich habe sie jetzt in den Bags gelassen, man kann sie natürlich auch so reinwerfen.
reinwerfen für jeden Spieler. Dann nochmal so ein eigenes Fach, also sehr schön. So, ich habe jetzt mal für drei Spieler aufgebaut, denn pro Spieler kommt hier ein Sonnensystem rein. Daher ist das dann auch ausgeglichen, was die Größe des Spieles angeht. Und dann fängt man an und Spieler 1 zieht hiervon. Zieht hier eine raus, sucht sich eine Seite aus. Sagt jetzt, ah, grün gefällt mir, packe ich hier hin. Und dann, das hätte ich natürlich schon mal eben aufbauen können. Ich mache das mal eben. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. So, und dann nehme ich dieses Teilchen hier. Ich habe den grünen Planeten genommen und lege das hier oben. Und damit habe ich diese Art von Planeten erkundet und kann mit denen interagieren. Das gleiche macht dann Spieler 2 und Spieler 3. Dann gibt es noch Ressourcen. Und zwar kriegt man zwei von jedem und einen Siegpunkt. Und die Siegpunkte kann man nämlich auch als so eine Art Ressource verwenden. Denn man kann die ausgeben, um was anderes dafür zu bekommen. Seht ihr aber gleich. Außerdem gibt es noch zwei Missionskarten. Die können wir uns jetzt mal eben angucken. Da sehen wir die Mindestanzahl der Spieler, die erforderlich ist, damit diese Karte überhaupt verwendet werden kann. So, und dann gibt es noch dazu für jeden Spieler hier einmal, was bedeuten die ganzen Icons und hier hinten nochmal, wie wir nachher gepunktet. Und jetzt besagt der Complete for Other. Und was heißt das nochmal? Gucke ich nach. Missions, alles klar. Also, wenn ich vier andere habe, kriege ich hier einen extra Punkt. So, bilde eine Kolonie oder einen Kollektor, also entweder Energie- oder Metallkollektor, auf vier Planetentypen. So, wir sehen, wir haben hier schon mal eins, zwei, drei verschiedene Planetentypen. Die legt man natürlich verdeckt hin, aber gerade hiermit weiß ich jetzt schon, okay, ah, das ist nicht so schwer auf vier verschiedenen, da könnte ich drauf hinarbeiten. Jetzt haben wir den Aufbau praktisch fertig und jetzt kann es auch wirklich losgehen. Und ich erkläre euch das am besten anhand dieser Aktionsfelder, denn davon darf man pro Runde zwei Aktionen wählen. Man kann die mixen, aber man kann auch die gleichen nehmen. Und wir fangen mit dem ganz normalen Starter-Set an, das erkennt man an diesem Stern hier oben. Dazu bekommt man diesen ersten Verbündeten und hier sieht man, welche dieser Aktionen man verwenden muss, um diesen Verbündeten zu benutzen. Und das grüne Zeichen sagt, man dreht die Karte um. Und wenn ich sie dann nochmal verwendet habe, dann muss ich sie wegwerfen. So, kommen wir aber gleich zu. Machen wir erstmal hier Schritt 1. Ich sage jetzt Explore. So, da sagt er, zieh eine Karte und spiele die, einen Planeten. Lege ich den einfach jetzt mal hier an und bekomme einen Siegpunkt. Muss ich mal hier oben hingreifen und kann mir hier einen Siegpunkt dazulegen. So einfach ist der erste Punkt. Der zweite ist einen dieser Planeten hier aktivieren mit diesen Dingern hier. Jetzt sage ich, gucke ich mal, was hier noch so ist. Ach, daneben ist lila, könnte ich vielleicht auch ganz gut gebrauchen im System. Erschließe ich mir auch diesen Planeten. Und nimm einen Verbündeten. Jetzt sehen wir, haben wir hier diverse Verbündete. Ich zeige euch die mal eben, weil auch das Artwork wirklich schön aussieht. Hier unten seht ihr immer, welche Aktion ihr benutzen müsst, um den zu aktivieren und hier unten, was der macht. Zahle X, das ist Missionskarten, denn das Besondere ist, die Missionskarten sind in dem Fall auch sowas wie Ressourcen. Ich sammle einfach welche davon und die, die ich nicht brauche, die mir nicht gefallen, die kann ich jetzt abwerfen mit dieser Karte.
und kriege dann so Physikpunkte. Schon sehr stark. Das ist schon gut. Bekomme eine Missionskarte pro Kolonie, die du im Spiel hast. Ja, kann man nochmal auffüllen, sich nochmal die besten raussuchen. Und die haben hier, gucken wir mal eben ganz kurz, die haben nämlich, das sind verschiedene Rassen. Hier haben wir hier dieses grüne Zottelvolk. Was können die nur so ein, zwei dazu? Bekomme ein Energie pro Energiekollektor, den du im Spiel hast. Das heißt, das kannst du einfach mal verdoppeln, den Energieressourcen, die man im Spiel braucht. Und hier sagt er, bezahle Energie und bekomme Metall. Also könnte ich mit dem hätte ich erst einsammeln können, ganz viel Energie, und dann hätte ich beliebig viele tauschen können, damit ich das richtige Verhältnis nachher habe. So, was haben wir denn nochmal hier? Da kriegst du ein Energie deiner Wahl oder ein Rohstoff deiner Wahl, entweder Energie oder Metall, für jeden Planeten, den man erschlossen hat. Das wären jetzt erst zwei. Aber gerade am Anfang nehme ich vielleicht auch ruhig die zwei mit. Schadet nicht. Und hier ist, glaube ich, der eine dabei. Ah ja, hier sieht man nochmal schön. Hier kann ich jetzt zwei Siegpunkte zahlen, um acht Rohstoffe meiner Wahl zu bekommen. Das ist natürlich sehr stark. Wenn ich den dann benutzt habe, dann drehe ich den um. Wenn ich den das zweite Mal benutzt habe, dann kommt der unter den Stapel unten drunter. Haben wir hier noch den letzten. Hier kann ich, wenn ich schon Explore benutze, kann ich zusätzlich einen Siegpunkt bekommen oder einen weiteren Planeten ziehen und auslegen. Ja, also gefällt mir wunderbar das Artwork. Gut, aber ihr wollt ja jetzt ja die Regeln hören. Wir sind ja immer noch beim ersten gewesen. Nee, den ersten und den zweiten hatte ich schon. Der dritte ist aber auch nicht viel schwieriger. Bild. Und zwar kann ich eins dieser Gebäude hier bauen, wenn ich diesen Planeten bereits hier erkundet habe. Das heißt, zurzeit kann ich nur auf den und dem hier was bauen. Auf dem und dem Planeten hätte ich gerade gar keinen Zugriff drauf. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte hier was bauen, was kann ich denn da auf den Gas Planeten hier gibt es nur Energie, da gibt es gar kein Metall, kostet mich von beiden ein. Dann kann ich hier, zahle ich die Rohstoffe und kann dann hier einen runternehmen und stelle den da drauf. Deswegen, man sieht hier immer, welche Planeten was, wo, wie kostet. Ich zeige euch das mal eben an einem anderen Tableau. Seht ihr, dass die Kosten hier durchaus variieren, sind aber in der Standardvariante bei allen Spielern gleich. Und dann sieht man auch, hier kann man zum Beispiel beides drauf bauen. Hier kann ich nur Metall abbauen, hier nur Energie, hier wieder beides und hier unten, was die einzelnen Kolonien kosten. Kolonien bringen mir keine Rohstoffe, aber warum sollte ich die da drauf bauen wollen? Weil die bringen mir nachher so eine Art Stärkepunkte. Denn hier wird nachher verglichen, wer wie viele Punkte auf dem Sonnensystem hat. Und dazu wird er gezählt. Der und der sind jeweils ein Punkt wert. Dieser ist allerdings zwei Punkte wert. Und dann wird das nachher verglichen. Machen wir eben hier schnell den anderen auf. Wenn das jetzt so stehen würde, dann hätte hier rosa oder pink 1, 2, 3 Punkte und ich hätte 1, 2, 3, 4 und würde damit dieses System für mich werten und dort die meisten Punkte kriegen. Machen wir aber später gerne nochmal im Detail, denn wir haben jetzt hier noch Einsammeln, Harvest. Und das besagt, ich kriege ein Energie und ein Metall für jeden Kollektor, den ich auf irgendwelchen Planeten stehen habe. Das heißt, zurzeit habe ich nur diesen einen, dann würde ich den einen bekommen. Und den habe ich hier stehen, würde ich auch einbekommen. Und dann haben wir unten noch Conspire und der sagt, ziehe zwei Missionskarten oder
eine Mission und einen Verbündeten. Und hier darf man wie folgt vorgehen. Ich ziehe erstmal eine Missionskarte, guck mir die an. Nicht mehr als zwei Planeten mit jemandem teilen. Hier teilen wir uns gerade nämlich einen Planeten. Ja, und jetzt kann ich überlegen, nehme ich noch eine Missionskarte oder sage ich, ich hätte gerne diesen Verbündeten dazu. Ja, dann sind wir schon die fünf Missionen durch, die fünf Aktionen durch und damit baut man sich dann hier langsam was auf. Kommen wir jetzt nochmal im Detail zu den Verbündeten, weil die machen dieses Spiel besonders. Wenn ich jetzt das nächste Mal Explore wähle und ich habe einen Verbündeten, der dieses Explore-Zeichen hat, dann kann ich ganz normal das machen, was hier drauf steht. Kann ist kein Muss. Ich kann das auch nur zum Teil verfolgen. Das ist mir überlassen. Zum Beispiel, wenn jetzt überall Planeten liegen würden, könnte ich trotzdem Explore nehmen, kann aber keinen weiteren Planeten anlegen, würde aber noch einen Siegpunkt immerhin bekommen und darf diese Karte jetzt aktivieren und könnte mir noch einen weiteren Siegpunkt nehmen. Und so guckt man natürlich, dass man möglichst viele Verbündete hier hat, damit man immer irgendwie mehr aus seinen Aktionen macht. Zum Beispiel Conspire, wo ich zwei Missionskarten ziehen darf, kann ich hier noch zwei mehr nehmen. Habe ich vier Missionskarten. Oder eher hier, wo ich mehr Energie kriege. Das heißt, wenn ich die jetzt benutzt hätte, ist natürlich die Frage, wann benutzt man die? Aber ich hätte auf jeden Fall eine Energie mehr bekommen. Vielleicht brauchte ich aber auch unbedingt dieses eine Energie mehr und wäre dann bereit, diese Karte dafür einmal zu verwenden. Dafür ist sie ja da. Drehe sie dann um. Die Startkarte wird natürlich, hat hier einen Mülleimer, die wird dann entfernt, die wird dann nirgendwo reingemischt. Ja, und so baut man dann immer weiter auf. Nehmen wir jetzt an, das wäre schon alles soweit aufgebaut. Wird das Spiel beendet, sobald ein Spieler seine letzte Kolonie baut. Dann ist sofort Schluss und dann geht es zur Endwertung. Und zwar wird hier jetzt nochmal geguckt, wer dominiert dieses Sonnensystem. Wie ich ja schon gesagt hatte, die sind ein Punkt wert und die sind zwei. Wenn wir jetzt mal gucken, hat Weiß hier 2, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Grün hat 2 und Pink hat 3. Das heißt, Weiß liegt hier vorne. Dann gucken wir nochmal auf unseren Scoring Points. Da steht das dann auch nochmal ganz genau drauf. Und zwar kriegt Weiß jetzt 6 und Pink kriegt 3 Punkte. Hier drüben hätte Pink 4, Grün hätte 3, Weiß hätte 2, würde Pink die 6 bekommen und Grün die anderen 3 Punkte. Und hier hätten wir zurzeit ein Unentschieden. Und dann sieht man auch, bei einem Unentschieden kriegt jeder der 3 Punkte, der die meisten hat. Also wenn man zu 5 zum Beispiel spielt, könnten ja auch drei Spieler gleich viel Punkte haben auf Platz 1. Die würden alle 3 Punkte kriegen. Und die Zweitplatzierten kriegen nichts. Dann gibt es auch die Variante, ein Spieler hat am meisten, Weiß hat am meisten und die anderen beiden haben gleich viel oder die anderen, die dann nachkommen, die Zweitmeisten haben gleich viel. Dann bekommt der erste 6, wie gewohnt, wie da oben auch. Und alle anderen kriegen einen Punkt. So, dann zählt man jetzt hier die Punkte zusammen. Dann zählt man die Punkte zusammen, die man hier als so Art Ressourcen sich zusammengesammelt hat. Und zu guter Letzt guckt man dann noch, wie viele dieser Missionen man erfüllt hat und kriegt auch dort für die Punkte. Und wie sollte es anders sein? Wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Bei Gleichstand kann man die Rohstoffe noch als Tiebreaker dazu nehmen oder man einigt sich auf ein gutes Spiel und sagt unentschieden. Eine Sache hatte ich ja glatt vergessen, euch nochmal eben zu zeigen. Fällt mir gerade nochmal ein, wo ich abbauen wollte. Und zwar die Rückseite. Jetzt spielt man nämlich keinen Menschen mehr, sondern so ein Volk. Und dann sieht man mal, auf der Wüste und auf dem Gasplaneten und auch auf dem Vulkanplaneten kann der überhaupt nicht leben. Außerdem hat jede Rasse hier eine andere Fähigkeit, und zwar dort.
Das ist Welcome. Und dann sieht man nochmal im Vergleich. Der hat hier ein Aktivieren und einen Verbündeten kriegen. Und der kriegt einen Verbündeten oder von seiner Rasse zwei. Der kann hier gar keine aktivieren. Das sieht man aber, wenn man das hier nämlich liest, dass die drei Planeten bereits aktiviert sind von vornherein. Und auch er hat hier eine andere Fähigkeit. Und zwar hier die Parasitenfähigkeit und die Leichenfähigkeit, wodurch er hier anders Ressourcen sammeln kann und auch sich weiter ausbreiten kann. Und dann gibt's halt hier nochmal verschiedene Völker. Die Meinungen zu diesem Spiel gehen wirklich weit auseinander. Ich habe es mit verschiedensten Leuten gespielt und es gab auch nach den Spielen, frage ich natürlich immer nach, wie fandest du es und so weiter. Und die gingen da wirklich weit auseinander, wobei man auch sagen muss, es ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, die man an dem Spiel hat. Der eine oder andere hat da vielleicht andere Erwartungen, sieht irgendwie das Setting, sieht das wunderschöne Material, irgendwie Weltraum, Science Fiction und so. Und ist dann vielleicht ein bisschen ernüchtert, dass sich hier wirklich ein Eurogame eigentlich, das ist, sind keine großartigen Glücksfaktoren bei. Das ist ein knallhartes Eurogame, wo man wirklich die Glückselemente, die drinne sind, kann man auch wirklich, gehe ich gleich nochmal tiefer rein, durchkämpfen. Also, aber es gab auch genug Leute, das sage ich jetzt auch schon gleich, die nach der ersten Partie gesagt haben, okay. Interessant, spannend. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Ich will noch eine Runde. Und dann spielt man es und dann versucht man es doch nochmal wieder ein bisschen anders. Naja, und das ist alles nur in der Basisvariante. Richtig spannend wird es dann natürlich erst, wenn zwei, drei Leute, also man kann es auch gut zu zweit spielen, so viel vorweg, wenn zwei, drei, vier, fünf Leute das Spiel beherrschen. Wenn man die Tableaus umdreht und jeder dann nochmal individualisierte Völker hat und dann nochmal ganz anders auf dieses Spiel eingehen kann, auch ganz anders auf interagiert, das wird dann noch eine Idee spannender, das Spiel, muss ich sagen. Aber ich fange mal nochmal ganz von vorne an und ich will mal eben dieses Spielgefühl beschreiben, wenn man das anfängt zu spielen. So, man hat ja nur zwei Aktionen zur Auswahl, also eigentlich gar nicht so viel Handlungsmöglichkeiten in seinen Runden. Daher die Downtime auch relativ gering, bis man wieder dran ist. Die Zeit braucht man meistens schon, um sich einen Plan zurechtzulegen, was mache ich mit meinen zwei Moves. Ja, und dann fängt man irgendwie an und sagt so, ja, dann ziehe ich halt einen Planeten und nehme einen Punkt, ja. Und dann, ja, nehme ich noch einen Verbündeten. Ja, meine Runde ist schon vorbei. Ist der nächste dran, ist der nächste dran. Und dann ist man wieder an der Reihe und denkt sich so, eigentlich kann ich gar nichts machen. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, wo kriege ich eigentlich Rohstoffe her? Ich muss ja bauen. Aber fürs Bauen brauche ich Rohstoffe. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, irgendwie mit den Verbündeten. Aber dafür brauche ich auch irgendwie, muss ich dann was anderes machen. Okay. Ja gut, ich mache das jetzt einfach mal. Dann mache ich das und dann spielt man so und dann nach der vierten, fünften Zug, wo man dran ist, merkt man auf einmal so, okay. Jetzt sammeln sich bei mir die Rohstoffe an. Jetzt habe ich Option, jetzt habe ich Vielfalt. Und dann merkt man erst diesen besonderen Kniff eigentlich. Und zwar, dass man sehr stark auf diese Verbündeten spielen muss. Und zwar kann man ja Verbündete für jede Aktion einsetzen. Und das fühlt sich teilweise an wie eine Extra-Aktion. Das heißt, wer das geschickt macht, kann aus seinen zwei Aktionen auch zwei Verbündete mitverwenden und daraus dann gefühlt vier Aktionen machen. Und dann kommt natürlich Fahrt auf. Und das fühlt sich, ich finde, das fühlt sich großartig an. Diese Standardaktionen, die man zur Wahl hat, mit den Verbündeten zu individualisieren. Und darüber hinaus dann mit mehreren Verbündeten regelrechte Kombos zu bilden. Das erinnert mich schon an andere Kartenspiele, an diese Kartenduellspiele,
wo man dann wirklich so gut, bei dem einen produziere ich ganz viel Energie und bei dem anderen Verbündeten kann ich Energie aber verwenden, um irgendwas anderes, um mir irgendwie Häuser zu bauen oder Punkte zu holen oder dergleichen. Und dann, die kann ich kombinieren, okay. Und dann fängt das Spiel an zu rennen, dann fängt das an zu laufen. Und auf einmal, das Spiel ist dann ja, merkt man so, hey, warte mal. Der braucht nur noch zwei Runden, wenn er sich anstrengt, vielleicht sogar eine Runde, dann kann er das Spiel beenden. Oh, da muss ich jetzt aber, muss ich jetzt nochmal zusehen, wie kriege ich jetzt nochmal schnell Punkte in den letzten zwei Runden, die ich vielleicht noch zur Verfügung habe, falls er das dann beendet. Das weiß ich ja auch gar nicht, das ist ja ihm überlassen. Aber das ist dann wirklich nach, so wenn das Spiel so, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde gelaufen ist, dann fängt man an zu merken, so, oh, das geht nicht mehr lange, jetzt muss ich zusehen, jetzt muss ich Punkte holen. Ja, und da hätte man natürlich vorher, und das ist nämlich dann auch schon wieder so ein Kniff in dem Spiel, diese Missionskarten durchschaffeln müssen. Also so durchgraben, würde ich mal fast sagen. Das ist auch ein Mechanismus, den ich so gar nicht kenne. Und zwar ziehe ich zwei Missionskarten, ziehe ich noch eine, oh, mit den Verbündeten kann ich noch welche ziehen. Dann habe ich fünf und dann muss ich, habe ich sieben und dann suche ich mir davon die besten aus und dann suche ich, ziehe ich weiter und weiter und ziehe während des Spiels immer weiter und gucke, dass ich mir gleichzeitig eine gute Hand von Missionskarten bilde, wo ich möglichst viele von erfüllen kann. Diese Missionskarten, danach kann ich natürlich auch ein bisschen mein Spiel ausrichten, weil die geben mir ja vor, wofür ich Punkte kriege. Ah, okay, ich muss auf vier gleichen Planeten irgendwie was gebaut haben. Ah, okay. Oder ich muss auf jedem System vertreten sein. Oder ich muss fünf verschiedene Verbündete haben, Rassen. Und dann versucht man dann immer irgendwie, ah, die Mission gefällt mir nicht, dann ziehe ich eine andere. Oder die kann ich jetzt gar nicht mehr erfüllen, hat sich schon erledigt. Dann versucht man wieder eine andere zu nehmen. Zeitgleich kann man über die Verbündeten wieder Punkte holen. Und natürlich auf dem Board selber präsent sein und Punkte holen. Und das Erkunden gibt auch Punkte und die Punkteauswertung am Ende wirklich, wirklich spannend, denn man zählt zusammen und dann kommen, die werden die Karten aufgedeckt, wer kann nochmal wie holen und die waren dann auch wirklich knapp beisammen, die Ergebnisse. So, ich weiß noch, das eine Spiel, wir haben es mal zu zweit ausprobiert. Ich habe es gewonnen, muss ich natürlich jetzt sagen, aber ich habe es mit irgendwie einem Punkt Vorsprung gewonnen, so knapp war das. Und da sind schon eine Menge interessante Mechanismen drin. Man muss natürlich, was ich anfangs gesagt habe, dieses 4x ähnlich, da muss man sich, darf man sich nicht falsche Hoffnung machen, auch dieses Erkunden. Im Endeffekt, ich ziehe einen Planeten, kann mir eine Seite aussuchen, ja, und dann nehme ich die, die vielleicht für meine Mission oder für mein Volk, oder je nachdem, was ich schon so bereit habe, mein Board, suche ich die bessere aus. Meistens ist das aber fast egal und leg sie irgendwie an. Ja, und das war dann das Erkunden. Das gibt es natürlich, in anderen Spielen ist das natürlich ein bisschen spannender und dass es auch keinen Kampf gibt, findet der eine oder andere vielleicht schade. Aber ich muss sagen, das macht für mich dieses Spiel auch schon wieder ein bisschen besonders. Denn dieses 4x-ähnliche ohne Kampf ist etwas, was wirklich vielen dann auch positiv aufgefallen ist. Die sagen so, hey, das fühlt sich an wie ein Wettrennen, ein Wettrüsten. Wer kann schneller wo Punkte sammeln? Wer hat die bessere Strategie? Und ohne dass ich jetzt dem anderen irgendwie in die Bresche falle und ihm da irgendwas zerstöre und kaputt mache und was er sich gerade aufgebaut hat, ruiniere ich ihn. Nein, das geht hier nicht. Wer einen Plan hat, der kann den auch umsetzen. Und da nochmal ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Und zwar die Verbündeten. Ich habe sie wirklich genau mir alle angeguckt und auch ein bisschen abgewogen und so. Man hat das Gefühl im ersten Moment, die sind unbalanciert. Und ich will dem auch nicht ganz widersprechen, muss ich jetzt ja an dieser Stelle leider sagen. Es gibt welche, und das auch kommt gerade an, zu welchem Zeitpunkt du spielst, die sind am Anfang unglaublich stark.
Und andere sind am Ende eher stärker. Es gibt Karten, die generell wirklich stark wirken. Und welche, die zumindest auf den ersten Blick, je nachdem, welche Strategie man natürlich nachher fährt, weniger stark wirken. Also ein kleines bisschen unbalanciert ist es. Und das muss man bei seiner Spielweise beachten. Also wir haben das, sind auf folgenden Trichtern dann nachher gekommen. Ich weiß gar nicht, das war die dritte Partie oder so, wo es mir dann aufgefallen ist, dass immer wenn man plant, in seinem Zug einen Verbündeten aufzunehmen, muss man sich die Hintertür auflassen, einen weiteren Verbündeten aufzunehmen. Denn nehmen wir mal an, ich nehme jetzt den ersten Verbündeten, den ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, ich kann ihn gerade ganz gut gebrauchen, und decke einen auf und denke so, oha, richtig gut, wer den jetzt hat. Zum Beispiel am Anfang den, du kriegst 8 Rohstoffe für 2 Siegpunkte. Damit kannst du erstmal alles zum Laufen bringen, damit das richtig stark am Anfang. So, und das war, wenn jetzt mein Zug zu Ende ist, dann sagt der Nächste, alles klar, danke, nehme ich. So, deswegen immer als erstes diesen Move machen, weil wenn ich jetzt aufdecke und ich kann noch einen zweiten Verbündeten nehmen, dann, weil ich noch eine zweite Aktion habe, dann kann ich sagen, alles klar, die nehme ich jetzt. Den habe ich, dadurch, dass ich den ersten freigeräumt habe, habe ich den zweiten guten gefunden. Ganz wichtiger Tipp, um hier erfolgreich zu sein. Ja, ansonsten, ich sage, ihr habt es jetzt ja schon gemerkt, ich habe da schon relativ viel geschwärmt von dem Spiel. Ich muss sagen, das Setting selber hat mich auch angesprochen. Bleibt noch die Frage über, wie immer, wen lasse ich spielen? Und hier lasse ich, sage ich, diesmal ist es für. Das ist schon ein gehobeneres Spiel. Also wir sind aus dem Familienspielbereich raus. Es ist ein gehobenes Kennerspiel, würde ich mal sagen. Aha. Je nach Runden und Gegnern kann es dann in den Expertenbereich reingehen. Aber prinzipiell würde ich sagen, es ist ein gutes, gehobenes Kennerspiel. Und mit minimalen Glückselementen. Also die Gruppen, die Lust haben auf ein schnelles, anspruchsvolles Eurogame im Sci-Fi-Setting, Ressourcen sammeln, aufbauen, verschiedene Strategien, um die Punkte zu sammeln. Die Gruppen, die sich jetzt angesprochen fühlen und sagen, oh, auch super, dass man zu fünft spielen kann, die sollten das auf jeden Fall mal ins Auge fassen. Eventuell Probe spielen oder sich das gleich kaufen. Auch nochmal kurzes Wort zu den Englischkenntnissen. Bisschen reicht aus, man kriegt es wirklich hin. Es wird viel mit Zeichen gearbeitet. Man kriegt es wirklich hin. Wer so ein bisschen Englisch kann, braucht davor keine Angst haben. Das hält sich wirklich in Grenzen. Und die Gruppen, die dann dieses Spiel haben und dann ja richtig viel Spaß dran haben und sagen, geiles Spiel kommt regelmäßig bei uns auf den Tisch. Den kann man dann noch die Erweiterung ans Herz legen, denn mit der Erweiterung kommt dann auch der Kriegsmechanismus da rein. In welcher Form kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Ich bin da nicht dran gekommen, hab da Interesse dran. Wenn ich die Erweiterung auf dem Tisch habe, dann zeige ich euch die natürlich und sage, ob sich das dann auch wirklich für euch alle lohnt. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls ihr das noch nicht habt. Und wenn es euch nicht gefallen hat, sagt mir in den Kommentaren, warum. Und wenn ihr das Spiel habt, ich freue mich darüber auch zu hören, wie es euch gefallen hat. Habe ich eure Meinung widergespiegelt oder seht ihr das anders? Darüber können wir gerne diskutieren. Bis dahin wünsche ich euch immer noch mal wie immer einen erfolgreichen Spieletag, viel Glück und Spaß. Bis dann, euer Löw.